Alles klar, ja, sorry für die Verspätung auch nochmal. Mein Name ist Max Mehl, ich komme von der Free Software Foundation Europe, muss man leider sagen. Wir setzen uns dafür ein, dass freie Software in Europa gefördert wird und dass Menschen ihre Technik kontrollieren können und nicht andersrum, nicht dass Technik uns kontrolliert. Heute möchte ich kurz zusammenfassen, was wir gemacht haben auf deutscher und auf europäischer Ebene zum Thema Routerzwang und zur Funkabschottung. Das sind zwei Themen, an denen ich sehr lange gearbeitet habe. Und vor allem präsentieren, was wir daraus gelernt haben für politische Arbeit. Ziel soll sein, dass ich euch gerne hier im Publikum und gerne noch mehr Menschen davon überzeugen möchte, dass es gar nicht so schwer ist, politisch für etwas aktiv zu werden. Es kann nämlich auch kleinere politische Aktionen sein, kleinere Missstände, die angegangen werden können, weil ich der Überzeugung bin, dass wir zwar rechtliche oder politische Missstände können wir zwar technisch umgehen, aber wir müssen auch eine politische Komponente machen. Wir müssen irgendwo geltendes Recht so verändern, dass wir nicht weiterhin irgendwie technische Umwege finden müssen. Und ich hoffe euch eben dann aus den Lehren, die ich jetzt gezogen habe, aus Routerzwang und Funkabschottung, da so ein bisschen zu motivieren und ein paar Hinweise auch zu geben, ein paar Tipps, die ich so mitgenommen habe. Anfangen werde ich damit, dass ich kurz einen Überblick gebe über den Routerzwang und die Funkabschottung. Also um was handelt es sich da überhaupt? Warum ist das wichtig und relevant für uns? Und in welchem Zeitraum befinden wir uns denn hier überhaupt? Im zweiten großen Schritt soll es darum gehen, dass ich ein bisschen aufzeige, so grundlegende Schritte, wie man irgendwo für etwas aktiv wird, wie man irgendwie politisch aktiv wird. Das klingt jetzt vielleicht für einige noch sehr gruselig, wird aber später eigentlich in relativ einfachen Schritten hoffentlich erklärt werden. Dabei werde ich so ein bisschen abwechseln zwischen, was wir beim Routerzwang gemacht haben und bei der Funkabschottung. Genau. Grobe Punkte davon sind die Identifikation von Themen, wie man Informationen sammelt und aufbereitet, wie man Kontakte und Allianzen knüpft, Feedback einholt, Feedback gibt und auch irgendwo Öffentlichkeitsarbeit macht. Im dritten Punkt werde ich so ein bisschen das Ganze eindampfen auf Stolpersteine, auf die man trifft, also Dinge, auf die man zwangsläufig treten wird, wenn man irgendwo politisch für etwas aktiv wird, irgendwelche Sachen, die einen stören, irgendwelche ganz solche Blocker, die auftauchen werden und wie man die so vielleicht ein bisschen umgehen kann. Und im Gegensatz dazu auch Booster Packs, habe ich sie jetzt mal genannt, also relativ kleine Aktionen, mit denen ich aber eine unglaublich große Wirkung entfalten kann, wenn ich für etwas aktiv werden möchte. Und zum Schluss soll es eine Diskussion geben. Ich hoffe, wir haben genug Zeit dafür, um einfach so ein bisschen Austausch zu haben. Genau. Wenn wir über den Routerzwang reden, wer von euch hat schon mal vom Routerzwang gehört? Nur so ganz kurz. Oh, große Menge. Gut, dann werde ich nur noch die Basics erzählen. Es geht quasi darum, Router und Modems sind quasi der Türsteher zum Internet bei uns. Die sind die ersten Geräte nach der Dose an der Wand. Und darüber läuft alles, Surfen, E-Mail, Telefonie und zumindest früher war es so, dass diese Geräte nicht uns als Kunden gehört haben. Die Geräte, das waren quasi alles, was danach kam, war der Netzabschlusspunkt. Das heißt, alles, was quasi hinter der Ethernet-Dose zum Router oder aus dem Router heraus war, das hat dem Internetanbieter gehört. Das heißt, der Router selbst, auf den hatten wir eigentlich keine Kontrolle, weil der noch zum Netz des Internetanbieters oder Netzbetreibers gehört hat. Das heißt, laut dieser Definition oder laut diesem Verständnis war es gar nicht möglich für uns, die Geräte auszutauschen oder diese zu kontrollieren, obwohl sie in unseren vier Wänden stehen, obwohl wir dafür Strom bezahlen. Wir waren der Meinung, der Punkt quasi, ab dem wir Kontrolle übernehmen können, muss die Dose in der Wand sein. Das ist alles, was wir daran anstecken, muss unter unserer Kontrolle liegen. Routerzwang hat viele Nachteile, und zwar für Sicherheit, weil wir nicht die Geräte auswählen können, die wir für sicher betrachten. Und muss ja nicht wahrscheinlich euch nicht erzählen, wie viele Standardgeräte von irgendwelchen Anbietern immer wieder so große Sicherheitslücken aufweisen und wo dann groß in den Medien darüber berichtet wird. Es hat Probleme für das Vertrauen. Ich muss natürlich den Geräten vertrauen, die ich benutze, für Innovation, weil oft auch nur die billigsten Geräte von den Internetanbietern angeboten wurden, für Kompatibilität. Wir haben oft gehört von fehlender Anpassbarkeit von IPv6
Protokollen oder von gewissen Telefonen, die nicht funktioniert haben und natürlich auch für freie Software. Weil gerade bei Kabelanschlüssen gab es eigentlich kaum Anbieter, die ermöglicht haben, dass man dort ein eigenes Modem anschließen kann. Und so entstand auch nie wirklich eine Community daraus, die versucht hat, freie Firmware für Modems zu entwickeln, weil die Testumgebungen gar nicht geboten wurden. Es konnte niemand einsetzen schlussendlich. Das hat angefangen ab Januar 2013 und läuft bis heute. Also wir haben zwar einen großen Erfolg dabei errungen, aber noch heute müssen wir diesen Prozess begleiten. Das zweite Thema, über das ich heute rede, ist die Funkabschottung. Das ist eine EU-Richtlinie mit dem wunderschönen Namen 2014/53/EU, die im Juni 2014 verabschiedet wurde vom EU-Parlament. Das war eigentlich weitestgehend unbemerkt von uns. Wir sind erst im Herbst 2015 so wirklich drauf gestoßen, weil der ganze Text im Grunde übliche Harmonisierung ist. Ein typischer Brüsseler Text, könnte man eigentlich sagen. Ein bisschen böse. Aber es gibt einen kleinen Absatz, der quasi Hersteller dazu zwingt, dass sie nur noch konforme Software, in Anführungszeichen, auf dieses Gerät lassen dürfen. Das heißt, Hersteller müssen sicherstellen, dass dort nur Software läuft, die laut der Definition den gängigen Funkregularien entspricht. Also Funkstärke, Funkfrequenzen, bestimmte Funktionen. Und alles andere muss quasi verhindert werden. Und dabei handelt es sich nicht nur um Router, was jetzt ein bisschen verwirrend sein kann wegen dem Routerzwang, sondern um alle Geräte, die funken können oder Funk empfangen können. Egal welche Frequenz, egal welche Stärke. Das heißt, wir haben GPS-Empfänger, die davon betroffen werden, irgendwelche Chips in WLAN-Chips, in Laptops drin, unsere Smartphones, die wir mit uns herumtragen. Wirklich, alles muss so abgeschottet sein, dass dort nur Software drauflaufen kann, die vom Hersteller, von den verschiedenen Herstellern abgesegnet wurde, weil sie auf Konformität überprüft wurden. Das ist natürlich ziemlich schlecht, wie man sich vorstellen kann, vor allem für freie Softwareprojekte. Also im Routermarkt jetzt zum Beispiel OpenWRT, weil der ihre Firmware möglicherweise auf einige Router gar nicht mehr gespielt werden kann oder nur mit großem zeitlichen Abstand, weil die Hersteller das erst absegnen müssen, dass diese Software dann konform ist. Also nicht zu stark sendet oder in falschen Frequenzen. Das ist schlecht für Wettbewerb und Innovation, weil viele Unternehmen sind darauf angewiesen, eigene Firmware zu entwickeln oder anzupassen, zu modifizieren und die dann auf im Handel erhältliche Geräte aufzuspielen. Das ist ein ganz übliches Geschäftsmodell und das würde dadurch komplett unterbunden werden. Das ist schlecht für Sicherheit, weil und auch für Nachhaltigkeit, weil zum Beispiel, wenn ich einen Router kaufe und dort bietet mir der Hersteller des Routers keine Sicherheitsupdates mehr an für die Firmware, die hierauf läuft, war ich bisher in der Lage, im glücklichsten Fall darauf eine andere Firmware zu flashen. OpenWRT zum Beispiel hat immer relativ lange Zyklen. Da kann ich Geräte nochmal wiederverwenden und wiederverwenden, obwohl der Hersteller dafür zum Beispiel keine Updates mehr bereitstellt. Das würde darunter leiden, logischerweise. Also relativ viele Nachteile, die dadurch entstehen. Wie gesagt, wir wurden aktiv leider erst so Ende 2015 dazu und das begleitet uns bis heute und wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre. Bitte? 2014/53/EU. Im Englischen ist das die Radio Lockdown Directive, zu mir halt, ich nenne schon unseren Namen, die Radio Equipment Directive oder im Deutschen dann ein Bandwurmsatz, wie das übersetzt wurde. Gut, dann sind wir auch schon im Teil daraus, dass ich euch ein bisschen aufzeigen möchte, was wir aus den einzelnen Schritten, die wir da unternommen haben, gelernt haben und eine kleine Warnung voraus, das gilt nur als grobe Leitschnur, die ich hier präsentieren kann. Kein Projekt ist irgendwie oder keine Initiative, was man angehen kann, ist irgendwie gleich. Das ist immer individuell und auch die Schritte, die ich hier so versuche, ein bisschen aufzuzeigen, auch die verschwimmen miteinander. Also, ihr habt es vielleicht vorher schon gesehen, Kontakte knüpfen muss ich nicht nur in der Mitte der Initiative, sondern natürlich durchgehend am besten. Öffentlichkeit erreichen ist vielleicht auch gut, schon ganz am Anfang zu machen und eigentlich durchgehend. Also das nicht missverstehen als perfekte Anleitung hier, das soll nur eine kleine Richtschnur sein. Prinzipiell aber kann das, was ich hier aufzeige, für Initiativen, für politischen Aktivismus jeder Größe verwendet werden. Das kann
Das muss nicht sowas sein, sowas wie EU-weites wie die Funkabschottung oder was deutschlandweites wie der Routerzwang. Das kann zum Beispiel auch sein, dass in meiner eigenen Gemeinde irgendwo WLAN-Hotspots errichtet werden und ich bin nicht zufrieden damit, wie das umgesetzt wurde. Oder ich kann das nicht mit freier Software verwenden. Oder meine Stadt will wieder zig Millionen für Windows-Lizenzen ausgeben. Ich bin aber der Meinung, da sollte eigentlich freie Software her und Alternativen, die ja preisgünstiger sind, die sicherer sind, die ein höheres Vertrauen genießen. Da gibt es also ganz viele Beispiele, wo man auch in kleinerem Maßstab aktiv werden kann. Genau. Im ersten Schritt soll es darum gehen, erstmal Themen zu identifizieren. Also ich möchte jetzt aktiv werden mit irgendwas. Beim Routerzwang ist das so gelaufen, dass wir im Januar 2013 einen Medienbericht gelesen haben, wo sich nämlich ein Nutzer beklagt bei der Bundesnetzagentur. Leider ist mir derjenige bis heute unbekannt. Der hat das nämlich alles losgetreten. Der hat sich beklagt über die Kopplung von einem DSL-Vertrag mit einem Endgerät, also Routerzwang. Es hatte nur noch damals nicht diesen knackigen Namen. Also ich bestelle mir einen DSL-Vertrag und bekomme ein Gerät aufgezwungen. Die Bundesnetzagentur antwortet darauf, und das wurde dann öffentlich, dass sie das für komplett rechtens hält. Das ist unproblematisch. Und dann hat auch eine Partei die Bundesregierung mit einer kleinen Anfrage angefragt, ob sie das denn auch teilt. Und sie sagen, ja, die Bundesnetzagentur wird es schon richtig entschieden haben. Darauf hagelt es natürlich relativ viel Kritik von Organisationen, auch von uns. Und wir werden quasi in dem Thema aktiv. Und ja, das war so der Anfang beim Routerzwang, wie wir angefangen haben, so ein Thema zu sehen, dass wir da aktiv werden müssen. Bei der Funkabschottung kam die Aufmerksamkeit von der anderen Seite. Und zwar, einige von euch werden vielleicht gelesen haben in einschlägigen Medien, dass es in den USA mit der FCC, ist quasi die Bundesnetzagentur für die USA, ähnliche Regeln durchsetzt wie die Funkabschottung. Einige sagen, das ist ein bisschen schlimmer. Ich würde sagen, die Situation in Europa ist schlimmer. Aber wie auch immer, das hat wirklich Wirbel gemacht. Und da hat man dann angefangen zu schauen, haben wir denn sowas in Europa auch? Und da ist man auf diese Richtlinie gekommen, die mehr oder weniger ohne Absicht still und heimlich 2014 durch das Parlament gegangen ist, ohne dass damals jemand so wirklich verstanden hat, was dieser kleine Absatz mit dieser Konformitätsprüfung überhaupt bedeutet. Genau, das war also ein Zufall, dass man darauf gekommen ist. Generell kann man natürlich festhalten, ich glaube, das wissen wir alle, es gibt genug Missstände, mit denen wir uns tagtäglich auseinandersetzen müssen. Genug technische Sachen, die uns stören, genug politische und rechtliche Sachen, die uns eigentlich, die wir nicht für richtig halten. Und ich denke, daran mangelt es nie, dass man sich für irgendein Ziel einsetzen kann, was zu erreichen ist. Wichtig ist jedoch, meiner Meinung nach, dass man sich klar werden muss, ob das Thema auch für andere Menschen relevant ist. Wenn man politisch aktiv werden will, geht das meistens nicht alleine. Da sollten noch irgendwie andere Menschen auch bewegt werden. Da sollte irgendeine Relevanz klar werden. Ebenso ist es, glaube ich, auch relativ wichtig, ein Thema zu finden, was auch noch in ein paar Monaten Relevanz hat. Und was da nicht vielleicht schon längst vorbei ist. Also wenn ich mich 2 Tage vor einer wichtigen Abstimmung politisch dagegen einsetzen möchte, gegen genau diese Abstimmung hat das wenig Sinn. Also das ist einfach nur so eine Richtlinie, wie man sich überlegen kann, ist das überhaupt realistisch, dort aktiv zu werden. Wichtig ist aber ganz am Anfang, meiner Meinung nach, die Zielsetzung. Man sollte sich relativ klar werden, was möchte ich denn überhaupt erreichen? Also beispielsweise, wir sind wieder beim WLAN in der Stadt. Ich möchte erreichen, dass dort zum Beispiel Freifunknetzwerke entstehen, anstatt irgendwelche Hersteller, die ich nicht mag, oder irgendwelche Anbieter mit Knebelverträgen und so weiter. Oder ich möchte freie Software in meiner Verwaltung einbringen. Das sind präzise Ziele. Und diese Ziele sollten natürlich auch realistisch sein. Also keine Riesenziele, wo ich weiß, da brauche ich 15 Jahre dafür im besten Fall, um das zu kriegen. Das demotiviert auch wirklich. Deswegen Schritt für Schritt quasi, und das sollte man sich am Anfang klar machen. Im zweiten Punkt geht es dazu, Informationen zu beschaffen. Das halte ich für sehr wichtig. Noch wichtiger ist aber, diese Informationen zu teilen. Beim Routerzwang haben wir anfangs eine generelle Informationsseite erstellt, weil die Informationen relativ undurchsichtig waren.
Wir sind jetzt Ende 2013, hat die Bundesnetzagentur in Deutschland geschlossene Workshops gemacht mit verschiedenen Anbietern und Netzbetreibern, wo aber überhaupt keine Informationen rausgedrungen sind und ein paar öffentliche Anhörungen, die aber sehr kompliziert waren. Und wir haben einfach die Notwendigkeit da gesehen, eine einheitliche, einfach verständliche Informationsseite zu erstellen, damit das auch andere Leute nachholen können sozusagen. Also auch Journalisten, die vielleicht darüber berichten, dass sie nicht erst unendlich viele Unterlagen wälzen müssen, sondern einfach hier schon eine Übersicht haben oder Menschen, die wir davon überzeugen möchten. Generell in diesem Prozess hat sich ergeben, dass die Bundesnetzagentur oft sehr unzufriedenstellend quasi auf unsere Forderungen auch reagiert hat und eigentlich die Sache immer nur noch schlimmer gemacht hat. Also dann teilweise schon rechtlich festschreiben wollte, dass wir Nutzer entmündigt werden und überhaupt keinen Zugriff mehr auf unsere Geräte haben dürfen. Bei der Funkabschottung hatten wir eine sehr große Lektüre vor uns. Wer schon mal so ein EU-Vertragswerk durchgelesen hat, weiß, von was ich spreche. Und die natürlich auch juristisch relativ schwer zu verstehen war. Weil das auch daran liegt, dass auf unsere Nachfragen kaum reagiert wurde, die wir der Kommission damals gestellt haben, die damit zu tun hat. Da sind wir wirklich auf Granit gestoßen. Da war das Informationenbeschaffen wirklich relativ schwer. Aber wir haben einfach angefangen, mal zu sammeln und diese Informationen dann auch weiterzugeben. Also wieder eine generelle Informationsseite. Und haben auch weitere Quellen angezapft. Also wir haben die FSFE hat ein Rechtsnetzwerk. Weil ich kein Jurist bin, habe ich bei denen auch öfters mal nachgefragt, was sie von bestimmten Paragraphen halten, ob ich das überhaupt richtig verstehe. Da ist es sehr wichtig, sich selbst Klarheit zu verschaffen. Wir haben dann auch eine sehr ausführliche Analyse online gestellt, quasi um anderen auch wieder zu helfen, das Thema zu verstehen. Generell kann ich nur empfehlen, niemals irgendwie unbewaffnet in so eine politischen Aktivismus zu kommen. Man sollte immer eigentlich informiert sein, was das Thema bedeutet, Informationen da haben und auch argumentieren können mit diesen Informationen. Besonders wichtig ist es eben, habe ich oben schon anklingen lassen, anderen zu helfen. Die Informationen, die ich habe, irgendwo zu teilen. Sei es in Blog-Einträgen, sei es auf einer Informationsseite, sei es in einem Wiki, irgendwie versuchen, eine Plattform zu schaffen, wo sich Menschen informieren können über das Anliegen, um was es geht. Und das auch möglichst einfach irgendwo, dass dort Menschen dem Thema folgen können. Beim Informationenbeschaffen kann man ruhig einen sehr breiten Radius sich vorstellen. Da kann man Journalisten fragen, Politiker, Firmen, die davon betroffen sind, Ministerien. Da bei der Funkabschottung habe ich Entwickler gefragt von OpenWRT, ob das denn überhaupt der ihre Arbeit beeinträchtigt, tut es, und andere Organisationen. Das ist eben, kann man ruhig sehr breit gehen und muss nicht immer nur in einem sehr engen Radius suchen. Genau. Kommen wir zu einem weiteren wichtigen Thema, das sind die Kontakte und Allianzen. Beim Routerzwang haben wir nachgeschaut, weil es gab ja diese öffentlichen Anhörungen von der Bundesnetzagentur, haben wir nachgeschaut, wer argumentiert denn gegen den Routerzwang? Wen haben wir denn schon auf unserer Seite? Wer tut denn schon eigentlich dasselbe wie wir? Und dann mehr oder weniger eine lose Allianz gebündelt mit dem Chaos Computer Club, mit dem Verbraucherzentralen, dem Bundesverband davon, Digital Courage, verschiedenen Telekommunikations-Endgeräteherstellern und auch ständig im Austausch gewesen mit Journalisten. Und da versucht einfach auch wieder so Informationen schnell zu teilen und einfach auch zu wissen, wen habe ich denn bereits auf meiner Seite, wer arbeitet für dasselbe. Bei der Funkabschottung hatten wir auch zwar Kontakte, aber da war tatsächlich ein ganz großer Erfolg, dass wir die gemeinsame Erklärung, also eine gemeinsame Erklärung öffentlich gestellt haben. Das heißt, wir sind mit ein paar einzelnen Unterzeichnern, in dem Fall waren das Freifunk, auch der Chaos Computer Club, haben wir quasi eine Kurzversion unserer Analyse gemacht. Kurz erklärt, was ist die Funkabschottung, worum geht es dabei, warum ist es schlecht und was fordern wir. Und das einfach geöffnet für Organisationen und für Firmen, dass diese unterzeichnen. Das hat einen ganz großen Anklang gefunden, weil wir dadurch mit auch kleineren Organisationen und Firmen in Kontakt gekommen sind, die wir da ohne das überhaupt nicht irgendwie gefunden hätten oder gewusst hätten, dass sie eigentlich dagegen sind. Und daraus wir ganz neue Argumentationen gezogen haben. Wichtig war daraus dann auch zu lernen, wir müssen diese Unterzeichner auch irgendwo bei uns behalten. Da haben wir eine Mailingliste erstellt
um einfach ständig auch im Notfall, wenn irgendwann doch mal eine Reaktion kommt, einfach mal 30, 40 Leute zu haben, auf die man da zurückgreifen kann. Im Endeffekt waren es dann, sind es bis heute fast 40 Unterzeichner quasi dieser, dieses Statements, eben nur Organisationen und Firmen, Individuen konnten wir nicht machen wegen dem zeitlichen Aufwand. Das ist schon ziemlich gut, weil das auch wirklich Leute sind, die sich auch dagegen einsetzen und das, die kommen aus Frankreich, die kommen aus Tschechien, die kommen aus Deutschland, relativ viele in deutschsprachigen Ländern. Also das ist schon sehr, sehr gut für eine europäische Bewegung gegen ein einzelnes Problem, was man da angehen muss. Generell, wenn man sich fragt, wen kann ich denn ansprechen, wen kann ich zu meinem Kontakt machen, empfiehlt es sich zu fragen, wen sollte das denn überhaupt kümmern? Sich mal ein bisschen in verschiedene Lagen reinzuversetzen. Was könnten das Unternehmen zum Beispiel daran stören? An irgendwie zum Beispiel dem WLAN in meiner eigenen Stadt. Wen könnte ich da ansprechen? Wer hat davon Nachteile? Welche Organisation, in welchen Arbeitskreis fällt das denn rein von verschiedenen Organisationen? Und dadurch dann einfach nach weiteren Aktivisten, die da schon aktiv sind, zu suchen. Da empfiehlt es sich auch sehr schnell, weil man trifft dann meistens auf relativ viele, auch gleich eine Namens- oder Linkliste zu erstellen mit bisherigen Berichten und so. Das verliert man nämlich sehr schnell aus den Augen, ich zumindest. Dann ein Kommunikationsnetzwerk zu errichten, sollte relativ selbstverständlich sein. Wir nutzen viele Mailinglisten, weil Mails einfach fast jeder hat. Andere präferieren dann auch sowas wie Slack oder freie Slack-Klone und so weiter. Das ist dann wirklich, kommt drauf an, wen möchte ich bei meinen Kontakten haben, was nutzen die, was ist für mein Anliegen das Beste. Mit diesen Kontakten kann man sehr viel machen, sich gegenseitig unterstützen. Gegenseitig, wenn man zum Beispiel eine kleine Mitteilung geschrieben hat, einen Blogbeitrag, einen Newsartikel, sich gegenseitig verlinken, darauf aufmerksam machen in verschiedenen Kanälen, um einfach auch die Relevanz zu erhöhen. Es bringt viel mehr, wenn ich sage, ich bin gegen was Bestimmtes, aber ich bin nicht allein, ich habe noch 3 andere Organisationen und 5 Firmen hinter mir. Das erhöht einfach die Relevanz, wenn jemand nur meinen Beitrag liest und ich verlinke niemanden oder mache auf nichts anderes aufmerksam, dann wirkt das sehr verloren. Und wenn man schon eine gewisse Basis hinter oder unter sich hat, wo man mit der man argumentieren kann, erhöht es auch die Motivation für andere, da mitzumachen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist das Feedback. Und, Entschuldigung. Beim Routerzwang hat dann irgendwann das Bundeswirtschaftsministerium die Verhandlungen übernommen, hat quasi die Bundesnetzagentur abgelöst hat dort dann einen relativ guten Gesetz, also aus unserer ersten Sicht einen relativ guten Gesetzentwurf vorgelegt, wo wir uns auch dachten, hui, der liest sich ja wirklich gut. Aber können wir diesem Braten überhaupt trauen? Also ich habe das ehrlich gesagt gedacht, also kann das denn wirklich jetzt sein, dass es von einem Tag auf den anderen so gefühlt eine komplett andere Stoßrichtung annimmt, weil das Bundeswirtschaftsministerium eigentlich fast 99% unserer Forderungen übernommen hat in diesem Entwurf. Und da war es eben sehr wichtig, nach Feedback zu fragen. Bevor ich irgendwas publiziere oder bevor ich irgendeine Meinung auch tatsächlich mir festschreibe, Journalisten zu fragen, andere Aktivisten, Politiker, die Netzwerke, die ich mir schon geschaffen habe, das war da wirklich sehr wichtig. In dem Fall habe ich das wirklich zu schätzen gelernt. Bei der Funkabschottung hingegen habe ich besonders viele Behörden gefragt, weil das schon ein relativ kompliziertes Thema war. Also war es mir wichtig zu wissen, zum Beispiel auch von der Bundesnetzagentur, die da auch involviert ist, aber auch von der Europäischen Kommission oder bestimmten Standardisierungsorganisationen, die da drin sind, zu fragen, sind denn unsere Sorgen, die wir wegen der Funkabschottung haben, wirklich berechtigt? Und da einfach versuchen, eine gewisse Transparenz zu schaffen in einem Raum, wo sehr viel unklar ist. Und da sind wir auch mit dem Nichtwissen relativ offensiv umgegangen. Wir haben publiziert, wir wissen bereits das, aber gewisse Sachen waren uns einfach noch unklar. Wir wussten nicht genau, wie sie juristisch funktionieren oder es gab einfach noch keine Informationen dazu. So kurz zum Beispiel bei der Funkabschottung. Gibt es einen Paragraphen drin oder mehrere, einen Abschnitt drin, wo gesagt wird, die Europäische Kommission kann quasi Klassen definieren von Geräten, die nicht von dieser Richtlinie betroffen sind. Dieses Recht hat sie für einen gewissen Zeitraum. Das heißt,
An sich kann die Europäische Kommission, könnte zum Beispiel sagen, generell ist alle freie Software-Firmware ausgenommen von dieser Funkabschottung. Das heißt, Hersteller müssen die nicht extra zertifizieren. Das wäre natürlich schön. Oder wir sagen, gewisse Geräte, die weniger Leistung haben als Wert X, werden einfach mal pauschal davon ausgeschlossen. Das steht in dem Vertragstext drin. Die Kommission könnte sowas tun, aber wir wussten einfach nicht, wann wird sie sowas tun? Hat sie sowas überhaupt schon mal vor? Oder gibt es da eine Arbeitsgruppe, die irgendwas tut? Und da war es sehr schwer, an Informationen zu kommen. Und auch wichtig, Feedback ist irgendwo einzuholen. Also auch zu sagen, wir befürchten das und das. Könnt ihr das überhaupt teilen? Seht ihr das auch so oder seht ihr es anders? Also da kann man ruhig auch offensiv umgehen, sei es eben gegenüber Behörden, aber auch gegenüber der Öffentlichkeit. Generell ist Feedback aber ein ständiger Prozess. Das macht man nicht irgendwas, das sollte man eigentlich durchgehend machen. Wenn ich Informationen online stelle, sollte ich fragen, war das korrekt? Siehst du vielleicht noch irgendwo Erweiterungsmöglichkeiten? Das kann man ruhig ständig machen. Richtig cool ist es, den eigenen Fortschritt zu protokollieren. Wir haben das beim Routerzwang gemacht. Das war ein Thema, was jetzt seit über 3 Jahren läuft. Einfach irgendwann mal so eine Timeline erstellt und gesagt, wann haben wir denn was erreicht? Was ist wann passiert? Wann hat der Routerzwang angefangen? Welche Meilensteine kamen dann? Wann kam welche Anhörung und so weiter? War jetzt auch für mich wichtig, in Vorbereitung jetzt auf diesen Vortrag, einfach nochmal drauf zu schauen, habe ich denn noch alles im Kopf, was da passiert ist? Denn das verliert man sehr schnell aus den Augen. Und das gibt auch ein gutes Gefühl, wenn man dann sieht, ah ja, wir haben schon einen gewissen Fortschritt erreicht und hilft auch tatsächlich, um einen Überblick zu gewinnen. Generell lohnt es sich, durch Feedback, was man gibt, aber was man auch annimmt, ein verlässlicher Ansprechpartner zu werden. Das können zum Beispiel auch Journalisten sein, egal ob es jetzt irgendwie sowas Medium ist wie Heise oder ob es jetzt ein Dorfblatt ist. Einfach sich selbst zu einem Experten zu machen, Rückmeldung zu geben, Journalisten, aber selbst gerne dafür bereit sein, auch selbst irgendwie noch mal was an sich selbst zu verbessern, an seiner Argumentation und so weiter. Wichtig ist meiner Meinung nach auch zu loben, wenn es etwas zu loben gibt. Also zum Beispiel das Bundeswirtschaftsministerium, dessen Entwurf dann im Nachhinein wirklich sehr gut war, haben wir auch gelobt dafür. Aber natürlich nicht zu viel. Wir haben nicht gesagt, das ist das Beste, was ihr jede gemacht habt. Ihr könnt gerade aufhören, weil das hat euch für immer ins Universum katapultiert, das ist großartig. Da verliert man nämlich seine Glaubwürdigkeit, wenn man danach vielleicht dann doch mal wieder kritisiert, wenn es jetzt in einem zweiten Entwurf in eine andere Richtung gegangen wäre. Aber ich finde, das ist immer eine Sache, die man sich auch selbst zugestehen kann oder anderen zugestehen kann, das auch zu loben. Das motiviert nämlich auch. Behördenleute sind auch Menschen. Wichtig ist aber, konstruktive Kritik und deutliche Kritik zu üben, wenn nötig. Das haben wir zum Beispiel gemacht. Jetzt sind wir bei der Öffentlichkeit. Als nämlich der Routerzwang eigentlich vom Gesetzentwurf relativ gut an Fahrt aufgenommen hat, es sah eigentlich alles so danach aus, der Bundesrat und der Bundestag stimmen bald zu und das ist quasi das tolle Gesetz, dass wir nämlich alle die Geräte frei auswählen dürfen, egal ob DSL oder Kabel, das läuft so durch. Ja. Hättest du gedacht, der Bundesrat schießt da quer, nochmal kurz davor, der wurde eigentlich nur angehört zu seiner Meinung und nimmt Argumente auf, die eigentlich schon 2 Jahre davor als technisch zumindest unsinnig abgewiesen wurden, wo eigentlich klar wurde, da gibt's keine Sicherheitsbedenken, wenn wir Kabelmodems frei anschließen können. Das Kabelnetz wird nicht zusammenbrechen. Aber solche Argumente wurden dann da geäußert und da haben wir uns dann auch sehr deutlich dagegen gewandt. Und sind auch dank unserem Kontaktenetzwerk, haben wir dann im Auftrag von 10 Organisationen ein Verbändeschreiben verfasst und an 132 Abgeordnete versendet, die nämlich in den jeweiligen Ausschüssen im Bundestag vertreten waren. Und damit auch nochmal einen ordentlichen öffentlichen Druck gemacht, wo dann nämlich klar wurde, also die Ziele, so weit wie wir jetzt schon sind, das können wir nicht aufgeben und da müssen wir wirklich jetzt diesen Routerzwang endlich abschaffen. Was dann auch mit Erfolg geschah und am 5. November letzten Jahres wurde dann auch der Routerzwang vom Bundestag quasi offiziell abgeschossen und die Endgerätefreiheit wurde etabliert, gesetzlich. Und der Bundesrat, wahrscheinlich auch auf den Druck, der da gekommen ist, hat dann auch dort mitgezogen, hat das also nochmal durchgewunken. Da war es also wichtig, wirklich Öffentlichkeit zu erreichen und wirklich auch zu sagen, wenn uns etwas stört, dann muss dagegen was unternommen werden. Generell haben wir relativ viele Newsbeiträge dazu geschrieben
Und auch in Phasen, wo jetzt nicht ganz so viel passiert ist oder nichts unglaublich Aufregendes, hin und wieder einfach mal so ein Update. So, wir sind noch dran, wir machen gerade dies und es gab da 5 kleine Schritte. Einfach so ein bisschen am Laufen halten. Wir haben auch Gastbeiträge geschrieben, also Beiträge in unseren eigenen Newslettern, aber auch Gastbeiträge zum Beispiel bei Netzpolitik, einfach um auch wieder neue Hörerschaften zu erreichen. Bei der Funkabschottung möchte ich auf einen Teilaspekt eingehen. Und zwar, wenn man an die Öffentlichkeit tritt, ist es ganz gut, einen einheitlichen Begriff zu haben. Die Funkabschottung haben wir so getauft. Eigentlich ist es ja die Radio Equipment Directive, die Richtlinie für Kommunikationsendgeräte, pipapo. Das ist viel zu lang. Damit kann ich nicht irgendwo in die Medien treten und damit sagen, wir haben ein Problem mit bla 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 bla, sondern wir haben ein Problem mit Funkabschottung. Und da ist es wichtig, einen Begriff zu finden, der auch wirklich einheitlich auch von meinen Kontakten idealerweise verwendet werden kann. Das ist relativ kompliziert gewesen, da was zu finden, weil es auch ein EU-Thema ist, auch irgendwas, was in einer Mehrsprachigkeit funktioniert. Wir kommunizieren in Englisch und in Deutsch, aber auch in diversen anderen, in Französisch und so weiter, haben wir da Publikationen gemacht und da war es einfach wichtig, irgendwie was zu finden, was sich ein bisschen transportieren lässt und dann einfach auch, sage ich jetzt mal, der Öffentlichkeit einen gewissen Begriff aufzuzwingen. Das war da schon sehr wichtig, dass wir sowas geschafft haben. Beim Routerzwang war der Begriff relativ schnell gefunden und der war auch wirklich sehr knackig. Und das ist auch gut, weil wenn man nun von Routerzwang redet, ich habe euch vorher gefragt, ihr habt alle die Hände gehoben, also scheint der Begriff irgendwo doch sehr universell anerkannt zu sein, sozusagen. Das ist wichtig. Generell, wann soll ich an die Öffentlichkeit gehen? Eigentlich nur, wenn so ein paar grundlegende Sachen gegeben sind. Ich habe genug Informationen, ich habe ein paar Argumente, warum ich dafür eintrete, ich habe ein paar Kontakte und ein paar Verbündete, auf die ich im Notfall zurücktreten kann. Dann kann man auch ruhig schon anfangen, einen Blogbeitrag zu schreiben, irgendwo einen Newsbeitrag, einen Gastbeitrag, irgendwo in einem Blog oder in einer Zeitschrift. Da kann man ruhig schon mal relativ früh anfangen und auch versuchen, sehr viele Kanäle abzudecken. Also soziale Netzwerke, versuchen andere Organisationen darauf aufmerksam zu machen, mit Medien, auf Mailinglisten, irgendwo öffentlich zu werden mit einem Problem, Firmen bei Firmen anzuklopfen oder einfach Politiker oder am besten deren Mitarbeiter. Die sind da oft, haben da mehr Zeit und haben manchmal auch mehr Interesse, darüber so ein bisschen aufzuklären. Eben die Findung einheitlicher Begriffe habe ich gerade schon angesprochen. Das ist eigentlich ganz gut, dass man sich davor mal drüber klar wird, was funktioniert da. Und generell zu versuchen, das Thema immer spannend sein zu lassen. Irgendwie versuchen, eine Story zu erzählen. Das heißt, wenn ein Update kommt, auch zu erzählen, was ist denn davor geschehen? Wie in einer relativ guten, so einer Fernsehserie oder sowas. Was ist davor geschehen? Wo befinden wir uns gerade? Und was ist die Aussicht? Wo wollen wir denn hin? Und da einfach irgendwie Spannung reinzubringen. Jetzt noch kurz dazu, auf was stolpern wir denn? Und da kann ich auch nur aus eigener Erfahrung reden. Sowas passiert fast immer. Wir haben oft einen Informationsüberschuss. Gerade bei der Funkabschottung war das sehr viel zu lesen, sehr viel noch externe Dokumente einzuholen. Da hilft es dann auch wirklich, externe Einschätzungen einzuholen. Also, wie gesagt, wir haben das Rechtsnetzwerk befragt, was wir haben, da auch gerne Journalisten fragen zu deren Meinung. Also versuchen da irgendwo zu versuchen, ja, viel Input reinzuholen oder einfach so ein bisschen versuchen auch diese Informationsverarbeitung auf andere auszulagern. Öffentliches Desinteresse kann passieren, dass sich überhaupt niemand für das interessiert, für was ich mich einsetze. Ja, das ist immer schwer, das kommt aufs Thema drauf an. Da kann man natürlich versuchen, das Thema mit einem anderen Thema zu verbinden. Also zum Beispiel versuchen in Themen, also wenn ich jetzt auf lokaler Ebene denke, in der Stadt oder sowas, versuchen da irgendwie das auf ein anderes Thema raufzuhieven, mit dem ich das in Verbindung bringe, um es dadurch ein bisschen spannender zu machen, irgendwie eine Verbindung schaffen dazu. Oder einfach versuchen, es weiter attraktiv zu machen, ein bisschen einzudampfen. Dazu später noch ein bisschen mehr. Was passiert, wenn ich wenige Ressourcen habe oder es eigentlich eine One-Man-Show ist, weil nur ich alleine das ganze Projekt da durchprügeln muss? Auch da hilft es natürlich, wenn ich denn Kontakte habe, das versuchen, Arbeit auf andere umzulagern. Oder auch wenn ich ganz alleine bin, die Arbeit auf das Wesentliche zu reduzieren. Also vielleicht nicht das komplette Thema anzugreifen, sondern mir vielleicht wieder einen kleineren Aspekt rauszupicken, damit ich auch selbst nicht überfordert bin davon. Das ist wichtiger.
Und was oft passiert, sind langweilige Phasen. Auch aktuell gerade mit der Funkabschottung ist gerade so eine Phase, wir warten auf vieles, auf viele Antworten, wir haben zu wenige Informationen. Es dauert einfach noch, bis die Europäische Kommission da so ein bisschen in die Pötte kommt, da zu versuchen, diese Klassen zu definieren. Das passiert wirklich, da kann man versuchen, die Zeit einfach anders zu nutzen. Also die eigenen Informationen zum Beispiel besser aufzubereiten, neue Kontakte zu finden und sich generell nicht davon demotivieren zu lassen, weil es wirklich einfach manchmal vorkommt. Manchmal passiert einfach relativ wenig und da muss man durch und es wird schnell genug wieder an Fahrt aufnehmen. Was sind hingegen Sachen, die wirklich meinen Aktivismus nach vorne treiben? Ganz wichtig ist, das Thema attraktiv zu machen. Und bewährt hat sich dabei so eine Drei-Satz-Regel. Ich muss mein Thema oder ich muss in der Lage sein, mein Thema in 3 kurzen Sätzen zu umreißen und damit Leute mitzuziehen. Und wenn ich das nicht kann, muss ich mein Thema weiter eindampfen oder mir neue Argumente überlegen. Das ist wirklich sehr wichtig, weil das wird in jeder Publikation, die man vielleicht schreibt, in jedem Blogbeitrag, sollte das ganz oben stehen. Ich schreibe über das und das ist wichtig, weil und wir müssen dies und jenes tun, um das zu verhindern oder um das zu begünstigen. Das ist sehr wichtig, das hinzukriegen. Und sich auch immer zu überlegen, während der Formulierung dieser 3 Sätze, warum sollte mein Thema überhaupt jemanden kümmern? Wiederum diese Frage, wen betrifft das Thema? Genau. Und wen spreche ich denn damit an? Mit welchem Hintergrund sozusagen? Und auch immer das Ziel vor sich zu haben und auch eine grobe Idee, wie komme ich denn dahin? Was sind die nächsten Schritte? Auch wieder in Hinsicht auf diese 3-Satz-Regel. Ganz groß, so das Beste, was man machen kann, ist eigentlich Masse zu erzeugen durch Mitmachaktionen. Das funktioniert manchmal und manchmal auch nicht. Bei der Funkabschottung hatten wir diese offene gemeinsame Erklärung, wo Organisationen und Firmen unterschreiben konnten. Und das hat wirklich gezogen. Zu sagen dann irgendwie, wir haben mehrere Dutzend Organisationen, die das auch kümmert und nicht nur uns. Und dass Leute einfach hinschreiben können, ja, wir unterstützen euer Anliegen oder wir möchten auch dabei sein, das hat viel gebracht, auch uns selbst an Motivation. Beim Ruderzwang war das eigentlich die ganze Zeit relativ schwer, da so Mitmachaktionen zu haben, weil eine einfache Petition ist, ja, die funktionieren oft nicht so gut, aus unserer Erfahrung. Da haben wir jetzt zum Beispiel, sind wir gerade in einer Phase, der Ruderzwang wurde ja gesetzlich nun besiegelt, man muss aber überprüfen, spielen denn die Provider da mit oder machen die quasi über Hintertürchen und Umwege, zwingen die uns immer noch Geräte auf. Und da schicken wir gerade an Freiwillige, an Ehrenamtliche, schicken wir Testgeräte raus, die das einfach an ihrem Anschluss jetzt mal ausprobieren sollen. Also einfach mal ein alternatives Gerät anschließen, ganz normal den Hersteller oder den Anbieter fragen nach den Zugangsdaten und dann einfach Erfahrungen sammeln. Welche Provider spielen mit, welche nicht, funktioniert es größtenteils. Und genau, das ist so eine Mitmachaktion, die wir da gefunden haben. Und wie gesagt, das macht auch uns dadurch sehr viel Spaß, weil wir einfach auch Rückmeldungen bekommen und sehen, dass es Leute interessiert. Was ich vorher schon erwähnt habe, ist, Leute auch mal zu loben. Auch eben an ungewöhnliche Akteure, auch mal ein Ministerium oder einen einzelnen Politiker oder eine Firma, wo man vielleicht im ersten drüber nachdenken, nicht denkt, ja, die kann man jetzt auch mal loben. Das bringt auch einiges. Und eben eingängige Schlagworte zu finden. Also sowas wie ein Routerzwang oder eine Funkabschottung, das sind meiner Meinung nach Begriffe, die einfach sehr eingängig sind. Und die können das Ganze sehr gut vorantreiben. Genau. Das war's eigentlich schon. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf offene Fragen, gerade gerne zum politischen Aktivismus. So über technische Details können wir gerne auch nachfachsimpeln, aber kann natürlich auch gestellt werden. Mich würde auch interessieren, ob ihr weitere Booster und Stolpersteine kennt, ob ihr selbst schon mal politisch aktiv gewesen seid und wenn nicht, warum nicht, was euch da bisher gefehlt hat. Und kurz hinweisen möchte ich noch auf den FSFE-Summit, der vom 2. bis 4. September in Berlin stattfindet. Da ganz viele Informationen auf unserer Webseite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Fragen? Da oben bitte. Entschuldigung. Nee, ein Saalmikro wird wohl nicht drum gereicht, weil es kommt. Aber ich kann die Frage wiederholen. Okay. Oder? Es kommt eins. Ah, großartig. Vielen Dank.
Du hattest vorhin erwähnt, dass ihr eine dreistellige Anzahl Bundestagsabgeordneter angeschrieben habt, die Mitglieder der zuständigen Ausschüsse. Das habe ich vorletzten Monat auch gemacht, und zwar wegen dieser Scheinselbstständigkeitsgeschichte. Meine Erfahrung war, dass die allesamt die Sache örtlich zuständig an den für meinen Wahlkreis zuständigen Abgeordneten weitergeleitet haben, mit dem ich einen Monat vorher schon gesprochen habe und der gesagt hat, dass ihn das Thema nicht interessiert und der sich damit auch nicht auskennt. Habt ihr als Organisation mehr Erfolg gehabt, die Leute anzusprechen, die das Thema bearbeiten im Bundestag, oder ist das bei euch genauso im großen Haus verheilt? Wir haben uns sehr direkt mit den Leuten, also das war so, dass kurz bevor wir das dieses Schreiben geschickt haben, oder kurz danach sollte die Sitzung sein in den Ausschüssen, wo darüber beraten wird, ob diese sehr negative Rückmeldung vom Bundesrat, ob die akzeptiert wird oder ob der Gesetzentwurf dann nochmal überarbeitet werden soll. Das heißt, ein Vorteil war, wir hatten wirklich eine zeitliche Relevanz. Wir haben das 2 Tage, bevor dieser Ausschuss war, diese Ausschusssitzung, haben wir da sichergestellt, dass es tatsächlich bei den Politikern auch im Briefkasten landet, und zwar virtuell wie auch analog als Brief. Das war sehr wichtig. Und wir haben auch nur den Leuten geschrieben, die auch in den Ausschüssen sitzen. Das waren in unserem Fall, waren das 4 Ausschüsse. Und wir haben auch nur den Leuten geschrieben, nicht irgendwelchen Abgeordneten, die mit dem Thema überhaupt nichts zu tun haben. Das war relativ wichtig. Was kann ich noch sagen? Ich glaube, wichtig ist es, die Leute auch persönlich irgendwo anzusprechen. Also nicht einfach nur sehr geehrter Herr Abgeordneter, sondern da auch Namen zu machen. Generelle Tipps. Also wir haben keine Rückmeldungen zu diesem Abgeordnetenschreiben bekommen, um das zu sagen. Aber ich denke, dadurch, dass diese Ausschüsse überhaupt nicht darauf eingegangen sind, auf die Forderungen des Bundesrats, war das schon erfolgreich. Ja, wie gesagt, eine zeitliche Relevanz zu finden, ist, glaube ich, ganz gut, und tatsächlich auch den Abgeordneten in dem Schreiben klarzumachen, warum diese ausgewählt wurden und was sie denn auch tun sollen. Wenn das so ein bisschen hilft, ich weiß es nicht. Ich habe alles gemacht, aber das Ergebnis war dasselbe. Ja, okay, tut mir leid. da gerne. Ja, ich wollte gerade mal ein Beispiel dafür geben für die Maßnahmen, wie die Internet-Service-Provider diese gesetzliche Regelung des Routerzwangs, die ja jetzt aufgehoben ist, unterlaufen. Ich habe Anfang des Jahres bei NetCologne meine Anschlussgeschwindigkeit upgraden wollen und wusste bereits davon, dass dieser Routerzwang aufgehoben ist. Und habe gesagt, ja, wie sieht es denn jetzt aus hier mit meiner vorhandenen Fritzbox 6390? Ist die denn geeignet dafür? Weil ich wusste, die bieten die halt auch an in Verbindung mit dem schnelleren Anschluss, für den ich mich da interessierte. Und dachte, ja, aber ich kann meine bestehende trotzdem nicht verwenden, weil die eben eine spezielle Firmware drauf haben, die ein besonderes Übertragungsprotokoll verwendet. Und das alte ist eben, die alte ist dadurch nicht kompatibel, und diese Firmware einzeln ist eben nicht erhältlich, so dass ich das nicht einzeln updaten kann. Die haben sich nicht grundsätzlich dagegen ausgesprochen, also sie haben schon eingeräumt, das kann in spätestens einem Jahr der Fall sein, dass die einzeln erhältlich wäre, aber im Moment bin ich gezwungen, quasi ein neues Gerät zu kaufen, und dadurch habe ich dann auf die 7490 dann abgegradet, die dann über NetCologne erhältlich war in Verbindung mit diesem Angebot vergünstigt. Darf ich da kurz nachfragen, wann wurde dieser Wechsel, oder wann hast du das versucht, das zu machen? Müsste ich mal ganz genau nachschauen. Also das war Anfang irgendwie des Jahres, Anfang bis erstes Quartal dieses Jahres so in etwa. Weil das Gesetz gilt tatsächlich erst seit dem 1. August. Es gab diese Übergangsfrist von November, habe ich vorhin nicht erwähnt, tut mir leid. Mhm. Diese Übergangsfrist von November und dann bis es im Bundesgesetzblatt war und dann nochmal 6 Monate drauf. 1. August ist der Stichtag. Ab dahin mussten auch diese Provider die Anschlussspezifikation an alle interessierten Endgerätehersteller weiterleiten. Und ich glaube, auch erst dann haben sich tatsächlich Provider darüber Gedanken gemacht, was das denn eigentlich bedeutet, und Systeme oder auch Prozeduren in dem Fall entwickelt, um das selbst zu machen, um das zu ermöglichen. Genau, also Anfang des Jahres war leider die gesetzliche Situation immer noch in dem Fall im alten Stadium, und da konnten sie tatsächlich noch sowas machen. Okay, danke. Okay.
Also da wird es auch bestätigt, Anfang des Jahres scheint es noch so gewesen zu sein. Mhm. Ja, also gerne nochmal probieren, weil ich denke, das wird ein DSL-Anschluss gewesen sein, 63, ja, oder 36 war es, müsste jetzt eigentlich gesetzlich auch verwendet werden dürfen. Genau, da gerne, wir haben ein Wiki online geschalten, wo wir eben genau solche Ergebnisse protokollieren. Also wenn wir die Geräte an jemanden rausschicken, versuchen das dann aufzulisten, was einzelne Leute damit für Erfahrungen haben. Meine Frage zum, oder sagen wir mal, ein bisschen Brainstorming zum Thema, was jetzt mit der, mit den Funkverschlüsselungen passiert. Wir haben ja im Beispiel bei dem Routerzwang die Debatte am Rande, die wurde mitgeführt, dass die Hersteller gesagt haben, uns werden Märkte verschlossen. Ja, weil sie ja immer nur dann in dem Fall mit den Providern Großverträge machen müssen. Da geht ihnen Gewinn verloren mit Sicherheit, weil die achten auf die Preise. Aber das Problem ist, das ist immer ein idealer Knackpunkt in der EU, weil sobald ich Märkte zumache, ist die EU ja immer wie so ein Wachhund dabei und kläfft. Das ist natürlich bei der Funkverschlüsselung schwer zu machen. Oder ich weiß nicht, fällt da irgendjemand was ein, wie man auf der Schiene, weil das wäre zumindest die einfachste Schiene, mit der man sich knacken könnte, irgendwas machen könnte, um da zumindest das Schlimmste zu verhindern. Ich meine, weil im Prinzip gegen nicht spezifizierte Sachen kann man ja nichts machen. Nur ich kann mich durchaus erinnern, früher durften wir Funkgeräte, mit denen man Polizeifunk analog abhören konnte, besitzen, kaufen, verkaufen, aber wir durften sie nicht benutzen. Ja, also insofern war es ja auch bei uns mal wirklich liberal. Ja, kann ich nur bestätigen. Ich habe es, glaube ich, auch vor an die Folien geschmissen, dass das Thema Wettbewerb da auch ein großes Thema ist, wo wir da versuchen, die EU ein bisschen zu begeistern dafür. Ist außerdem das Department für Wirtschaftsfragen oder für, das ist DG Grow, was sich auch mit Wettbewerb und sowas auseinandersetzt, ist da auch aktiv. Deshalb hoffen wir tatsächlich auch über diesen Umweg ein bisschen die Europäische Kommission da ein bisschen zu packen. Aber wir werden sehen. Also es hat auf jeden Fall ganz große negative Einflüsse für Wettbewerb und auch für freie Märkte. Ganz klar. Ja, bitte. Ja, erstmal danke für den tollen Vortrag. Oh, ich glaube, ich bin relativ laut. Ich wollte mal ganz kurz auf den Punkt, einen Punkt eingehen, den du unter Booster gepackt hast. Und ich würde ihn eher als Notwendigkeit sehen. Und das ist die Frage, why should they care? Und ich möchte da einfach nochmal grundsätzlich sagen, ich glaube, das ist ein Punkt, der immer wieder unterschätzt wird. Also gerade auch die Leute, die technisch nicht so versiert sind, zu technischen Themen dazu zu holen. Welche Implikationen hat das für euch? Wir hier in der Gruppe, wir verstehen das. Wir verstehen, was es bedeutet. Wir verstehen, was es für unseren Alltag bedeutet. Die meisten Leute, die nicht technisch versiert sind, selbst wenn sie technisch grundsätzlich interessiert sind, verstehen einfach nicht, was dahinter ist. Und ich glaube, da ist es auch unsere Pflicht als Techniker, die Leute da mit an Bord zu holen, zu sagen, auch wenn du nicht verstehst, was da technisch vor sich geht, aber das und das bedeutet das für dich im Alltag und das bedeutet das vielleicht sogar für deine Grundrechte. Sehr richtig, kann ich nur bestätigen. Vielen Dank. Was da auch hilft, will ich nur kurz erwähnen, sind auch immer Analogien zu einer einfacheren Welt. Gerade bei Routern haben wir gesagt, stellt euch vor, ihr kauft euch einen Vertrag vom Mobilfunk und euch wird eine Auswahl gegeben von drei Smartphones, wenn es gut läuft sozusagen. Was wäre, würden wir das unterstützen? Also das ist ja totaler Schwachsinn. Und da versuchen, so ein bisschen näher an Menschen zu kommen, die eben, wie du sagst, technisch damit nicht so viel zu tun haben. Ja, bitte? Ja, eine Frage noch zum Routerzwang. Und zwar, was war der Grund dafür, dass die Zuständigkeit letztendlich von der Bundesnetzagentur auf das Bundeswirtschaftsministerium übertragen wurde? Und was war deiner Meinung nach der ausschlaggebende Grund, warum sich das Wirtschaftsministerium derart positiv direkt in eure Richtung bewegt hat? Interessante Frage. Ich habe keine erschöpfende Antwort auf deine erste Frage. Ich glaube tatsächlich, dass man ja. Genau, ich kann es kurz auch wiederholen, das Bundeswirtschaftsministerium. Also dafür gibt es einen ganz einfachen Grund, das Bundeswirtschaftsministerium führt die Aufsicht über die Regulierungsbehörde und über das Kartellamt. Ja, das stimmt natürlich schon. Ich glaube tatsächlich auch, dass es relativ logisch war. Man war unzufrieden mit dem, was die Bundesnetzagentur da fabriziert hat, um es einfach so zu sagen. Das ist meine Theorie. Das Bundeswirtschaftsministerium ist über der Bundesnetzagentur. Und ich denke, das war ein Grund dafür, dass dort irgendwann das Bundeswirtschaftsministerium übernommen hat, weil man gemerkt hat, da stockt es irgendwo. Und dein zweiter Punkt war, warum das Bundeswirtschaftsministerium
plötzlich um 180 Grad gedreht hat. Das hat politische Gründe, und zwar im Koalitionsvertrag der Großen Koalition wurde festgeschrieben, Ende 2013, der Routerzwang soll abgeschafft werden. Das war sehr unmissverständlich. Die Bundesnetzagentur hat da über ein Jahr lang quasi in die komplett andere Richtung gelenkt. Und ich glaube, im Endeffekt war es einfach nur quasi die Erfüllung dessen, was im Koalitionsvertrag festgelegt wurde. Das überrascht in der Hinsicht dann nicht. Und es, wie gesagt, rein technisch gab es keine Gründe für den Routerzwang. Es gibt sie immer noch nicht. Ich habe noch eine technische Anmerkung dazu, was die Provider jetzt in der Praxis machen. Es gibt doch schon die ersten Pappenheimer, die sagen, ja, also das mit der freien Endgerätewahl, das gilt ja sowieso nur für Neuverträge, also macht doch bitte gerade mal einen neuen 24-Monats-Vertrag und für Geschäftskunden schon mal gar nicht. Also die versuchen das schon fleißig auszubremsen. Ja, tatsächlich, wenn man das Gesetz auch wirklich streng auslegt, gilt es auch nur für Neuverträge und Vertragsverlängerungen. Das ist leider so das kleine Quäntchen, was da noch gefehlt hat. Da war aber auch nicht viel zu machen. Das war auch wirklich der Wille vom Bundeswirtschaftsministerium, sich darauf zu konzentrieren. Vielleicht auch, um den Providern ein bisschen Zeit zu geben, so, dass sie nicht, also gerade, wenn man jetzt so ein bisschen, jetzt können wir nachher gerne darüber mal so ein bisschen fachsimpeln, aber viele alte Verträge, die auch noch vor 2012 oder so sind, sind noch auf alten Standards, in alten Datenbanken und so weiter drin, gerade bei den Kabelanbietern. Und die dann quasi zu migrieren, wäre, glaube ich, relativ aufwendig gewesen. Und das dachte sich vielleicht das Bundeswirtschaftsministerium. Ist leider schade, aber ich denke, in ein paar Jahren wird jeder mal einen Neuvertrag haben oder die großen Mehrzahl. Ja, bitte? Ja, ich habe zwei Fragen zum Thema Funkabschottung. Das erste, als ich das Thema gehört habe, habe ich mich gefragt, Moment, ich kann doch einfach in Raspberry Pi zwei WLAN-Sticks reintun, die Access-Point-Funktionalität haben, und dann habe ich meinen WLAN-Router. Würde dann im Prinzip keine Firmware mehr für Linux ausgeliefert werden für diese speziellen USB-Module, oder wie sieht das aus? Wenn man es so sieht, müssten die Hersteller von diesen USB-WLAN-Modulen quasi dafür sorgen, dass auf diesen Dingern nur Code läuft, der konform ist, der eben nicht zu viel senden kann. Da muss man ein bisschen unterscheiden. Ich bin leider auch da nicht Techniker genug, aber es gibt ja diese Software-Defined Radios, wo ich quasi durch Software Funkfrequenzen, Funkstärken und so weiter manipulieren kann. Es gibt aber wiederum, wenn ich das richtig verstehe, gerne Korrekturen. Ich denke, hier gibt es Menschen, die das besser wissen, die auch wirklich auf bestimmte Frequenzen und Funkstärken auch mehr oder weniger eingestellt sind. Da muss man dann vielleicht auch nicht mehr so auf die Firmware gucken, dass diese auch tatsächlich nicht übermäßig senden kann, weil es einfach schon in der Spezifikation vom Chip her gar nicht möglich ist, stärker zu senden oder falsch zu senden. Aber ja, eigentlich müssen gerade diese Software-Defined Radios irgendwo so abgeschottet werden, dass dort nur Treiber drauflaufen, die, die konform sind. Und das betrifft natürlich auch freie Software, WLAN-Treiber und so weiter. Und die zweite Frage ist, es gibt eigentlich frei programmierbare WLAN-Module, auf die man auch selber eine Firmware spielen kann, also die man selber flashen kann vom Hersteller aus. Müssten dann diese Hersteller diese vom Markt nehmen oder das Flashen deaktivieren? Weil Aber an sich müssen die Hardwarehersteller dafür sorgen, dass nur konforme Software darauf geladen werden kann. Das heißt, da muss irgendwo der Hersteller von diesen Modulen dafür sorgen, dass wie bei einem DRM, also wie bei einer digitalen Rechteminderung, da irgendwie nur Signaturen geladen werden können, die schon davor geprüft wurden. So würde ich das jetzt mal auslegen. Aber das heißt, bei diesen frei programmierbaren WLAN-Modulen wären dann müsste eigentlich das Modul selber in der Lage sein, entsprechend die Funktionalität zu reduzieren. Exakt. Dann würde es ja diese Module letzten Endes dann immer noch geben. Also man könnte dann im Prinzip einen WLAN-Router selber bauen, der noch frei flashbar ist. Naja, aber wenn dort nur Software geladen werden darf, die quasi vom Hersteller abgesegnet wurde, dann ist das schon eine ziemliche Abschottung. Dann kann das zum Beispiel eben freie Softwareprojekte oder Initiativen lahmlegen oder zumindest stark verzögern und die Arbeit erschweren.
Ich hatte einen speziellen Chip im Kopf, auf dem man zum Beispiel selber einen Webserver laufen lassen kann, der über WLAN verfügbar ist. Mhm. Und da wäre ja dann im Prinzip dieser Hersteller gezwungen, das nicht mehr anzubieten. Wahrscheinlich, ja. Aber über so Details können wir gerne nachher noch am okay. FSFE-Stand reden. Vielleicht noch ein paar Fragen, wenn es noch welche gibt. Okay, eine Frage haben wir noch. Da oben. Ah, wir sind noch zeitlich. Ja. Mhm. Ja, also was mich so ein bisschen beschäftigt, das ist jetzt auch dann, wenn man jetzt sich engagieren will und dann da vielleicht sich auch informieren will und direkt Fragen daran schickt, wie man dann damit umgeht, wenn man dann ja vielleicht irgendwo trotz alledem gegen bestimmte Ansichten Einwände hat. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel, was mich in letzter Zeit viel beschäftigt hat, ist das Thema Netzneutralität. Und da gibt es ja im Prinzip zwei Dinge. Das eine ist die Priorisierung, wirklich zu sagen, ja, allgemein weltweites Internet, weltweite Datenleitungen, priorisiere ich da allgemein und sage, das ist wichtiger als das andere oder so, wo ich auch gut verstehen kann, dass man das ablehnt und finde das auch richtig. Und dann wurde aber oft als Beispiel zum Beispiel genannt Entertain von der Telekom, was, soweit ich informiert bin, aber ja gar nicht direkt übers Internet übertragen wird, sondern im Prinzip in der Vermittlungsstelle eingespielt wird und nur auf der letzten Meile dann wirklich Bandbreite vom Endkunden verbraucht. Und oder solche Sachen wie eben, dass zum Beispiel Spotify-Verträge oder so nicht mit eingerechnet werden in das Volumen. Ich glaube, heute ist das Schlagwort, hat sich dazu das Schlagwort Zero Rating etabliert, wenn ich das so richtig sehe. Und da ist halt die Frage, einerseits kann man natürlich ganz radikal sagen, ja, ist alles irgendwie Internet, aber wenn man noch ein paar Jahre weiterdenkt, dann ist wirklich alles Internet. Aber das ist ja der Endkundenbereich, der im Prinzip fremde Menschen nicht mehr beeinträchtigt. Und wo ich dann gedacht habe, dass es ja auch ein Stück weit die Freiheit des Einzelnen dann einschränkt, seinen Vertrag an seine Bedürfnisse anzupassen, was ich eigentlich als was Positives sehe. Und diese Fragen habe ich dann damals auch, ich glaube, an netzpolitik.org mal gestellt. Welche Fragen waren das? Welche Fragen das waren? Ja, eben diese... Wolltest diese, du nur eine Frage stellen? Nein, diese, ja, diese Frage, wie man damit umgeht. Wegen... Na. Ja, was sie dazu meinen, wieso sie dann das so in einen Topf werfen. Dieses Zero-Rating auf der einen Seite und eben die Priorisierung im Netz allgemein. Und was mich dann halt wirklich geärgert hat, weil ich wollte mich engagieren und wollte mich da vielleicht auch einbringen und habe dann darauf nicht wirklich eine Antwort bekommen, auf diese Geschichte überhaupt. Und mir schien das so, wenn einer irgendwie jetzt nicht deren Position direkt bestätigt oder so, dass denen dann auch die Argumente ausgehen, da was gegen zu sagen. Und das ist die Frage, wie geht man mit sowas um? Wenn ich das jetzt so verstehe, geht es dir darum, was ist, wenn ich quasi Antworten bekomme, die mir nicht so wirklich gefallen? Oder? Ja, nee, allgemein auch die Frage, wenn ich gar keine Antworten bekomme, wenn ich mich engagieren will in irgendeinem Punkt, eigentlich im Prinzip ist egal, in welcher Richtung, und dann darauf einfach überhaupt nicht eingegangen wird. Man kommt ja nicht weiter im Prinzip. Das ist frustrierend. Ja, das ist natürlich generell, da kann man natürlich viel machen. Also versuchen, ich meine... Wenn du jetzt gerade so Sachen wie Netzpolitik ansprichst, das sind auch Leute, die haben unglaublich viel zu tun und kennen sich vielleicht auch nicht mit jedem Thema unbedingt gut aus. Da hilft es vielleicht auch ein bisschen Vorarbeit zu machen. Das heißt, vielleicht im kleineren Maßstab ein bisschen zusammen, ein paar Kontakte, die ähnlich denken und dann versuchen auch eine Argumentation zu finden, die vielleicht dann doch irgendwo verständlich ist oder mehr Relevanz zu schaffen dazu. Das wäre jetzt nur mein Hinweis. Aber man kann Leute nicht dazu zwingen, dass sie einen verstehen und dass sie die eigene Position auch unterstützen. Auch wenn Netzpolitik wahrscheinlich für die meisten von uns unterstützenswert ist, man unterscheidet sich vielleicht doch in einzelnen Punkten. Und da muss man dann vielleicht einfach andere Kanäle anknabbern und versuchen, darüber dann auch irgendwie Öffentlichkeit zu erreichen. Das ist so das, was ich da mitgeben kann. Aber gerne nachher am FSFE-Stand können wir ein bisschen über das konkrete Problem reden. Okay, danke nochmal allen Fragestellern. Danke, Max Mehl. Dankeschön.